bemühen und freundliche Worte und vielleicht ein bisschen nett reinschauen, ist zu wenig. Wir reden aneinander vorbei. Es geht bei diesem Antrag ganz einfach darum, die letzten beiden Tranchen, die das Land einkassiert hat, nachdem die Landesregierung versprochen hat, liebe Leute, ab 2019 bekommt ihr den Strombonus, dass diese Gelder künftig auch in die Auszahlungen einfließen werden, sobald sie mit den Verhandlungen fertig sind und der Bonus endlich ausgezahlt werden kann. Und dass die heurigen Gelder, die 2021er Gelder, eben schon zweckgebunden werden, um sie den Bürgerinnen und Bürgern zukommen zu lassen. Und eines stört mich schon. Wir in der Opposition, wir sind sehr eingeschränkt. Wir zum Beispiel können ja nur einen Beschlussantrag behandeln pro Landtagswoche. Und den muss ich verpulvern, um euch an eure Versprechen zu erinnern, statt meine Themen zu machen. Wenn ihr das umgesetzt hättet und den Bürgern endlich ihr Recht zugestanden hättet, dass ihr groß versprochen hättet, dann würde ich nicht hier mit diesem Beschlussantrag kommen müssen. Das wäre längst schon Geschichte und die Südtirolerinnen und Südtiroler hätten seit 2019 diesen Bonus an ihrem Konto beziehungsweise von der Stromrechnung abgezogen bekommen. Ich danke an dieser Stelle den Mitrednern und Diskutanten hier im Landtag von Delos Barba, Köllensberger, Knoll und so weiter, die natürlich hier im Gegensatz anscheinend zur Landesregierung sehr wohl verstanden haben, um was es geht und die Materie ja bestens kenne, das weiß ja auch jeder Bürger draußen. Also mittlerweile ist bei diesem Thema, das ja über Jahre aktuell und ständig wiederholt und diskutiert worden ist, auch der Bürger draußen ein Experte, dass er weiß, dass diese Abgaben, die die Konzessionäre zahlen nach der famosen Heimholung, dass die bis heute nicht angekommen sind. Das merkt der Südtiroler Bürger schon, ob er den Strom billiger hat oder nicht. Billiger hat. Also Pflanzen braucht sie weder uns noch die Leute draußen. Und ich sage es nochmal, hier ist nichts drinnen, das sie nicht mittragen könnten. Denn auch wenn die zwei Tranchen, die 24 Millionen, die sie jetzt bereits investiert haben, also versprochen und gebrochen bis jetzt, aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht bessern könnten und dass sie diese Gelder in Zukunft auch einrechnen und dann sagen, okay, wir haben sie 2019 und 2020 zwar ausgegeben, aber wir versprechen euch, dass wir sie 2023, 2024 wieder zurückführen und bei euch ankommen lassen. Denn ich würde es mir halt nicht, also das ist ja auch eine Frage des Charakters und der Ehre, ob man zu seinen Versprechungen steht, ob man sie hält oder eben nicht hält. Das erklärt man jedem Kind und es ist traurig, dass wir hier die Südtiroler Landesregierung regelmäßig daran erinnern müssen.